Also er hat es gerade angesprochen, wenn wir unsere Schatzkammer, also eine Schatzkammer verlieren sollten, ist Game Over. Also irgendeine Niederlagenbedingung muss es ja geben, weil Baal selber ist unsterblich. Also er kann zwar im Kampf besiegt werden, aber er taucht dann halt immer wieder am Spawnpunkt hier auf. So, jetzt schalten wir aber erstmal den zweiten Trupp frei. Das können wir mit Gold machen. Sieht man hier, kostet 10 Gold. So, und jetzt können wir auch Einheiten in diesen Trupp packen. Oh, man sieht schon, der erste Trupp hat einen Haufen. Your triumphant riot has lured a valiant but foolish hero to our dungeon. You still have some time to prepare. I recommend that you create a squad with 4 units. Ja. Er hat uns jetzt gerade darauf hingewiesen, dass Helden in unseren Dungeon eindringen wollen. Und zwar kommen Helden über diese Heldentore hier hinein. Das ist aber okay. So, da kommt der Heldentrupp. Helden sind nämlich die eigentlich einzige Möglichkeit, an Materialien zu kommen. Wenn wir sie nämlich töten, dann lassen sie Materialiensäcke fallen. Und wieder hat es einen meiner Fernkämpfer erwischt. Genau. A good clean kill. From now on, you'll have to keep an eye out for more heroes. Now that they have found us, you can be sure that more will enter our dungeon. Genau, jetzt kommen nämlich in regelmäßigen Abständen Helden hier hinein und die sollten wir ausschalten. Hey Deathflare, there's a gateway in the chest room. I bet it leads to Crowley's basement. Let me activate it for you. There, it's working now. The gateway acts as a bridge between two areas. This one leads here. To use it, simply select a unit or squad by left-clicking it and then right-click on the ground on the other side. The squad will automatically use the gateway. Oh, and two things. First, your teleport spell only works in rooms you've already been to. Second, watch your back up there. The enemies will be tougher. Also er hat uns gerade erklärt, dass hier ist ein Teleporter, durch den wir unseren Dungeon verlassen und in andere Dungeons eindringen können. Genau hier rüber nämlich. So. Oh, diesmal haben es meine Fernkämpfer sogar überlebt. So, mein erster Squad hat schon mal Level 2 erreicht. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was es bringt, wenn ein Squad ein Level aufsteigt. Ich glaube, da werden alle Truppen im Squad ein bisschen stärker. Eat sleep slaughter, eat sleep slaughter. Oh, typical. Mr. Crowley has a blasted security door to keep us from reaching the area beneath his residence. Oh, how tea. Seems we need a password. I have wings. Mr. Crowley's girlfriend, the dancer slash nurse slash nymphomaniac named Malin Rouge, will definitely have the password somewhere. I will mark the location of her house on the world map. If her judgment is as bad as her taste, she will keep the password in her diary. And as I remember it, she used to hide her journals in the stables. So let's start having some real fun, shall we? Let's terrorize the surface with a raid. More precisely, let's send a squad to Malin's stables to fetch her diary. Genau, ich mach mal kurz was in den Optionen, nämlich ich schraube die Musik etwas runter. Ich habe nämlich gerade gemerkt, die ist in solchen Fällen doch ein bisschen laut. Und schraube die Stimmen etwas hoch. So. Gut. Also, jetzt lernen wir noch eine Besonderheit von Empire kennen, nämlich die Weltkarte. Now that you are viewing the world map, locate Malin's home. It looks like a book on a golden background. And open its context menu. Then select the number of the squad you want to send.
Genau, das hier ist die Weltkarte. Hier haben wir mehrere Überfallorte. Und hier können wir unsere Truppen hinschicken. Also zum Beispiel hierhin, zu diesem Stall. Das ist ein Hauptziel, deswegen ist es golden gekennzeichnet, im Gegensatz zu den anderen. Das sind einfache Überfallziele. Wobei man gleich sehen kann, was die uns jeweils bringen. Zum Beispiel der hier bringt uns 50 Materialien, der 25 Gold, der 25 Pilze. Ja. Also wenn wir dringend Rohstoffe brauchen, dann schicken wir Überfalltruppen raus. Gut, aber erst schicken wir erst einmal einen Trupp hierhin und können die Zone uns auch noch ansehen, wer da sich gerade auffällt. Im Augenblick nur ein Krieger. Den könnten wir, glaube ich, sogar blitzen, sobald unsere Truppen da sind. Genau, unsere Truppen kommen. Sorry to push your perspective around, Deathslayer, but I thought you'd like to see our squad raiding Malin's stable. Genau. Squads können wir übrigens nicht kontrollieren, während sie auf einem Raid sind. Das heißt, das müssen sie ganz von selber anstellen. Wir können sie aber halt mit unseren Zaubern, sobald sie dort angekommen sind, unterstützen. So, manchmal haben wir Hauptziele oder Nebenmissionen auf der Weltkarte zu erfüllen. Und irgendwann kommen dann unsere Minions auch wieder zurück. Nicely done. Let me study the diary and I'll get back to you as soon as I have found the password. Hey, Deathslayer. It seems one of our units is less than satisfied by how you run things around here. The little bastard has gone soft because he's hungry. He's almost out of aggressiveness. As long as he's out of aggressiveness, he's about as useful as a bar of soap in prison. Immediately order the construction of a kitchen to produce more and better food. Then summon a new worker to operate it. You have a new objective. Jupp. Unser hat uns gerade erklärt, wenn ich mal kurz zeigen darf. Jeder Squad oder sogar jede Einheit hat eine sogenannte Aggressive Bar hier. Aggressivitätsanzeige. Und hier steht, solange die Aggressivität über 51% ist, machen die Einheiten 20% mehr Schaden. Wenn sie auf 0 gesunken ist, wie jetzt bei denen hier, machen sie 50% weniger Schaden. Ja, und um die Aggressivität zu steigern, müssen wir sie füttern. Macht ja irgendwie, naja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Sinn macht, sie zu füttern, um sie wieder aggressiv zu machen. Das würde bei manchen eher umgekehrt wirken. Wenn sie hungrig sind, sind sie aggressiv. Aber ich denke einfach, das rechtfertigt sich damit, dass ein satter Imp viel lieber jemanden verprügelt als ein hungriger Imp. Der ist dann eher aufs Essen fixiert. So, zu diesem Zweck brauchen wir eine Küche, die wir im Tutorial nur hier platzieren können. So. Kommt schon mal ein Imp, der sie uns baut. Währenddessen beschwöre ich noch einen Arbeiter, dass wir immer zwei Stück frei haben. So, Küche wird freigehackt, Bombe wird platziert, bumm, Küche ist da. Sehr schön. Arbeiter zuweisen. Great. Now you can send the demoralized unit to the kitchen using its context menu, or you can teleport it directly instead. If there is enough room, it will eat right away. If not, it will wait. Eating will refill part of its health and aggressiveness. Genau, wir können die jetzt zum Essen schicken. Genau, hier über dieses Kontextmenü essen gehen. Und denen hier können wir genauso sagen, sie sollen essen gehen. Was heißt hier Folge Baal, patrouillieren? Ja, das sind halt Befehle. Absolution. Einheiten Rüstungs... Ja, dazu kommen wir später. Essen gehen sollt ihr. Ja, die Küche ist im Augenblick besetzt, deswegen bleiben sie erstmal da stehen und warten, bis die gegessen haben. So, jeder futtert was in sich rein. While I extract the password from the diary, you should use the time in a more constructive way than just standing around waiting for heroes to drop by. It's nice to get back at Malister cruelly.
But it would be even sweeter to see the Barbarian Ballet Academy burn to the ground. I will never forgive those constipated bearded ballerinas for not letting me develop my true talent. I'll mark the location of the academy on the world map. Send a squad to raid the basement and set the building on fire. Ja, bärtige Balletttänzer. Man merkt, das Spiel ist nicht ganz so ernst. Das sollte es auch nicht sein. Ich glaube, das hat man schon von Anfang an gemerkt, dass das Spiel nicht wirklich ernst ist. Was ich aber auch wieder toll dran finde. So, Ballettakademie ist eine Überfallmission. Und wie man sehen kann, sie ist lila. Das bedeutet, es ist eine optionale Mission, die wir trotzdem machen können. Die Ballettakademie ist da oben. Schicken wir unseren zweiten Squad mal los. So, der geht dahin. Miss Rouge is quite the minx, I say. Considering the graphic details in the diary, it's a real shame that she chose Malister over me. But that's blood under the bridge. The door is open. Get in there and clear out the basement for the final part of the plan. Ja, wir haben das Passwort, aber erstmal kümmern wir uns hier in der Akademie um den Magier. Der gleich wieder einen meiner Minions killt. Nein, doch nicht. Er hat ein Level abgekriegt. Sehr schön. So, wir haben die Ballettakademie überfallen und niedergebrannt. Sehr schön. Gut, jetzt warten wir auf die Rückkehr unseres ersten Trupps und dann geht es wieder in den gegnerischen Dungeon rein. Es gibt leider keine Anzeige, wann der nächste Heldenüberfall kommt. Aber das ist nicht so schlimm, denke ich mal. Obwohl, es ist manchmal nervig. So, wir haben unsere beiden Truppen und Baal wieder zur Verfügung. Die können wir jetzt hier reinporten. Wir sollten allerdings nicht zu oft das Teleportieren benutzen. Denn das kann einen kleinen Nachteil, hat einen kleinen Nachteil. Wie man sehen kann, das kostet etwas Aggressivität. Das steht hier, glaube ich, sogar dabei. Genau. Dies reduziert die Aggressivität der Einheit oder jedes Truppenmitglieds um 5. Also sollten wir damit nicht ganz so großzügig umgehen. Wir sollten lieber aufpassen, dass nicht wieder unsere Fernkämpfer gekillt werden. Genau. Also immer schön Spaß haben mit dem Teleport-Befehl umgehen. Excellent. We're ready. Let's blow the residents to smithereens. Build up your troops and when you're done, send them through that gate. I'll join you on the other side. So, prügeln wir die noch lieber. Ein unseren Squad hoch. Ja, wir haben beide Squads schon mal auf Level 2 und auch die Einheiten in den Squads sind Level 2. Sehr schön. So, jetzt kommt ein kleiner Bossfight, würde ich es fast schon nennen. Dazu müssen wir Baal hier platzieren. Und dort ist der Wächter. Und zwar ist der Wächter garstig, der regeneriert sich nämlich, indem er Sachen futtert. Das heißt, die sollten wir schön wegbomben, bevor er sie futtern kann. Genauso. Okay, er rennt wieder zu einem Futterstand, nämlich dem da drüben, würde ich sagen. Genau. Wenn er dann nicht futtern kann, geht er einfach wieder in den Kampf. Und wir können ihn dann wegbomben. So. Oh, sweet demon of mine, we did it! Tomorrow's Town Crier News will read Malister cruelly killed by Death Slayer. We squashed him like a worm. And you know what?
We can have even more fun with the barrels of diseased rat meat our minions just found down here in the basement. I have a positively devious idea. Right now, the people of Babarbia are drawing their final few breaths of unspoiled air.